So, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Tutorial heute mal wieder. Und zwar geht es heute um den Sweet FX Configurator bzw. die Sweet FX Grafik Engine. Die ist einfach dafür da, um eine Ingame-Grafik, die vielleicht auch schon gut ist oder eben älter und schlecht ist, einfach ein bisschen aufzupolieren in allen möglichen Varianten oder einfach zu verändern, je nachdem wie man das mag. Und da geht es heute darum, wie man das einstellt bzw. installiert, download und so weiter. Ich habe das Ganze mal anhand von Arma 3 Epoch, ich habe es in einem Video gesehen und habe auch schon öfters mal von dem SweetFX gehört, aber ich habe mich noch nie so richtig dran getraut. Habe jetzt mir ein paar Tutorials reingezogen und habe mir gedacht, so what the fuck, man, da musst du den Leuten alles aus der Nase ziehen und keine Ahnung. Und war anstrengend anzuhören und keine Ahnung. Jetzt habe ich mich da ein bisschen reingehört und jetzt will ich euch das Ganze auch nochmal ein bisschen erklären. Und zwar könnt ihr hier auf der Seite thelazy.net SweetFX einfach hier SweetFX 1.5.1 runterladen, geht hier drauf, ladet das Ganze runter. Das ist eine ZIP-Datei, die könnt ihr dann in irgendeinen Ordner entpacken. Ich würde euch empfehlen, für einen Anfänger bzw. jemand, der nicht ganz so gut in die Materie Bescheid weiß, Einstellungen von was weiß ich was, den SweetFX Configurator empfehlen. Für Fortgeschrittene kann man die SweetFX 2.0 Alpha ohne Configurator benutzen, wenn man alles von Hand einstellen kann. So, ihr ladet den Configurator runter, tut ihn irgendwo entpacken, egal wohin. Und ja, dann könnt ihr das Ganze öffnen. Geht ihr hier auf SweetFX Config, wo ihr das halt eben hingepackt habt. Muss man nichts installieren. So, dann habt ihr hier diese Einstellung. Ich habe jetzt mal alles zurückgesetzt, damit wir alles nochmal kurz durchgehen können. Dann geht ihr auf Add Game. Dann geht ihr einfach auf das Spiel, was ihr eben verbessern wird. Das gibt es für ziemlich fast alle Spiele, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich nice. Da müsst ihr die Exe-Datei auswählen, nicht den Launcher oder sonst irgendwas. Die Exe-Datei. Dann geht ihr auf SweetFX. Hier. Ja, ist blöd jetzt. Das kann ich nicht rückgängig machen. Hier steht Inject SweetFX. Da geht ihr drauf und dann ist es eigentlich schon fertig. Dann kommt hier, dass es aktiv ist. Hier sind jetzt schon ein paar Einstellungen drin, das ist aber egal. Danach geht ihr auf folgende Seite. Die werde ich auch natürlich in die Videobeschreibung reinpacken. Hier ist dann quasi unter Downloads gibt es Presets. Da könnt ihr euer Spiel raussuchen. Ich habe jetzt hier mal Arma 3. Und hier gibt es dann verschiedene Presets quasi für die Leute, die einfach was Fertiges haben wollen, so wie ich, und sich nicht in die Praxis einhamstern wollen. Hier sieht man auch, wie oft die gedownload ist. Können wir jetzt zum Beispiel mal, ich habe glaube ich jetzt das hier, Filmic, mir runtergeladen, ich habe das angeguckt, aber wir können jetzt zum Beispiel mal hier reingucken, dann ist es auch ziemlich nice gemacht, man kann hier dann Screenshots anschauen, wie der Unterschied ist, so ist es mit SweetFX Off, so ist es mit On und da könnt ihr euch dann eben im Endeffekt diese Presets downloaden, hier Download Presets, die ganzen packt ihr dann auch irgendwo hin, entweder könnt ihr auch, keine Ahnung, in euren SweetFX Ordner reinmachen, ist vollkommen egal, dann geht ihr wieder in SweetFX rein, geht, wo haben wir es? Save Load Config. Geht da drauf. Macht Import Preset. Sucht euer Preset raus. Wo habe ich's? Ah, hier. SweetFX Settings. Hier. Öffnen. Dann kann man Load Select Preset machen. Wenn das dann nicht funktioniert, geht ihr einmal auf X. Geht dann einfach nochmal drauf. Klickt drauf und dann ist es drin. Dann müsst ihr nichts mehr klicken. Dann passt es. Dann habt ihr diese Einstellung quasi drin. Die setzt es dann quasi ein. Ihr könnt damit natürlich auch rumspielen und selber ein bisschen probieren mit den vorgefertigten Sachen. Wenn ihr ganz krass drauf seid, dann könnt ihr auch in die Config-Dateien reingehen und da Sachen umschreiben. Aber das beherrsche ich nicht und will ich jetzt hier auch gar nicht erklären. Ich will euch jetzt noch kurz das Endprodukt zeigen. So, jetzt sind wir in-game quasi an dieser Stelle. Und ihr könnt jetzt mit der Taste zwischen Pause und Druck, die Rollentaste Standardbelegung, könnt ihr einmal drauf drücken und dann sieht das Ganze so aus. Ich kann jetzt ein bisschen rumgucken, ein bisschen ins Licht gucken. Also es gibt so einen richtig geilen Effekt. Ich mache es nochmal weg. Hier ist so alles ein bisschen fade und trocken. Die Sonne sieht auch schon gut aus, aber nicht ganz so stark. Okay, jetzt stellen wir es nochmal ein mit SweetFX. Sieht es dann so aus. Gucken wir gerade nochmal in die Sonne. Gibt einfach so einen geilen Effekt, kann man geile Sachen aufnehmen. Ich werde es nochmal eben ausmachen und werde die Nacht mal einschalten. Wo haben wir es? Nighttime. Zuckt's kurz. So, das ist standardmäßig die Nacht
und so ist mit Sweet FX. Alles ein bisschen dunkler, aber eben auch, ja, einfach realistischer, geiler. Also ich finde es hammerhart, richtig geil. Ihr könnt euch natürlich dann vorstellen, wie die Effekte aussehen. Ich mach's nochmal aus. Ist zwar viel heller und alles, aber so hat es einfach mehr Atmosphäre, finde ich. Jo. Okay, das war eigentlich der ganze Spuk. Wie gesagt, ihr könnt dann damit noch in allen möglichen Sachen rumprobieren. Ihr könnt auch so einen Splitscreen anmachen, dann seht ihr direkt den Unterschied und so weiter und so fort. Die Sachen könnt ihr dann einfach Save New Config machen und dann passt es soweit. Jo, wir werden jetzt auch, denke ich mal, Dennis und ich noch ein kleines Videochen aufnehmen. Mal gucken, wie wir das so in-game, wie wir ein paar coole Situationen rauskriegen und so weiter und so fort. Könnt ihr natürlich auch für alle anderen Spiele machen. Da könnt ihr hier die Presets raussuchen. Da gibt's, ich weiß es nicht, wie viele. Das sind jetzt alles, da gibt's allein hier Arma 3, so viele verschiedene. Ist richtig geil. Aber ich will es auch nicht länger unnötig ziehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch dann, soweit es geht, helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.